aus dem Xtrem Sportcenter übertragen wir live eine spektakuläre Show unter anderem mit lecker Nudelsalat, Wurst- und Käsestullen, Energy Drinks und Schokoriegeln zur Präsentation der diesjährigen Xtrem Awards. Das wird wild, das wird heiß und das wird extrem. Pete, beweg deinen Hintern hierher, die Xtrem Awards fangen gleich an. Wow! Ja, so geht's jetzt. Du mach schon, es geht los. Ist ja gut. Ich komm ja schon. Cool, cool, cool. Wann haben wir denn unseren Auftritt? Müsste jetzt jede Minute losgehen. Gut, ich will dieses Jahr unbedingt unseren Preis selber abfassen. Dann geben wir mal Möhre. Heute Abend fliegt die Kuh, das wird sie aus den Socken hauen. Aber jetzt noch nicht, Alter, warte auf uns. Wir sind gleich wieder da, aber zunächst gibt's ein paar Produktinformationen. Hey, thank you. Jetzt haben wir ja noch eine Menge Zeit. Uncool. Aha, wer kommt denn da angefahren? Grüezi, Felderfee, seid ihr zu spät für die Preisverleihung, oder? Noch lange nicht so spät wie du, du Blödbrot. Glaub ich nicht. Und als nächstes freuen wir uns auf Günther Gummiband, den Sieger in der Kategorie Extremster Bungee-Sprung des Jahres. Gib's auf! Gib's auf! Günther war so nett und hat bis zum heutigen Abend damit gewartet, seinen Gips entfernen zu lassen. Wir machen dich platt, du Puppe! Nicht ganz vergessen, Federvieh! Und nun für die Kategorie Extremster Extremsport des Jahres. Nominiert sind JT Trash und die X-Ducks. Das sind wir! Und jetzt sehen wir die X-Ducks in Aktion. Das haut euch garantiert aus den Sitzschalen! 3, 2, 1, los! Extrem gut aus! Und noch Ende! Oh mein Gott, sind wir cool! Hey! Na los, ihr Schlafmotten! Applaus! Ja, gibt alles für die Extras! Und nun, Mr. JT Trash mit seiner neuesten Produktion! Ist cool, Mann! Bravo, euch das am Mann spielt. Euch das super. Ja, du hast dich sowas von selbst übertroffen, Trash. Das ist sogar noch blöder als das vom letzten Jahr. Aber ich besser als euers. Naja, wohl eher ein bisschen besser als ein Griff in Gulli. Und nun kommen wir zur Auswertung. Den Dreck kannst du Trash geben. Und uns gibst du den Pokal. Haha, lustige Ente, oder? Und ich beglückwünsche euch zu einem Unentschieden. Der Pokal ist so groß, da können wir leicht zwei Teile draus machen. Das soll wohl ein Witz sein. Das Ding gehört uns allein. Lass los! Los, lassen! Du verdienst den doch gar nicht! Wir machen Wettrenner drum, oder? Und viel Spaß noch mit eurem Pokal! Wer als Erster beim Pokal ist, darf ihn sich unter das Bett stellen! Ja, alles klar! Nein, Moment! So geht das aber nicht, klar? Fertig? Los! Der laufende Meter hin. Erwischt! Aufweh! Du bist Wegrenner! Ja, und wir sind hier auf den Haxen! Du mach schon!
Hättest du die Güte, dein Leckwerkzeug wieder aus meinem Ohr zu entfernen? Okay, hol mir dann geschwind das Pokali, oder? Das hast du nur davon! So, das ist ihr Pokali. Los, gib's her! Haben wir ein Glück mit dem Parkplatz? Na los, lass überwachsen die Schüssel! Jetzt habe ich die Faxen dicke! Oh, Entschuldigung! Ach, macht nix! Der hockt auf sicher da drin! Hier ist alles verletzt! Siehst du ihn? Nö! Los, jetzt gib's ja her! Nichts da, der gehört mir ganz allein! Oh, überredet! Dann never! So, und jetzt erstmal eine schöne Limo auf unseren Sieg. Wie bitte? Willst du etwa noch eine? Ich glaube, Blondie hat Durst. Das können wir ändern. Übernimm dich nicht. So eine Limo macht leichte Blähungen. Endlich gehört das Goldtöpfchen uns. Da guckst du, Federvieh. Das Pokali gehört mir und ich gebe ihn nie mehr her. Tja, Alter, aber der liegt ein bisschen schwer im Magen. Also, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Passt wirklich super gut in unser Ambiente. Absolut extrem krass gelungen. Ich bleib hier keine Minuten länger. Immer schön stillhalten, sonst gibt's eine geömmelt. Pass mal ein bisschen auf, Alter, du hast ihn zerkratzt. Ja!